Das ist jetzt die japanische Version von einem Rieselfilter. Das Becken hier hat, wenn es ein bisschen schlecht gefüllt ist, 56 Kubikmeter. Jetzt zurzeit werden so vielleicht knapp 50 Kubikmeter Wasserinhalt drin sein. Und dieser riesengroße Rieselfilter, der aus Edelstahlelementen besteht, die durchaus nochmal einen Spalt offen haben zur inneren Durchlüftung, die bestückt sind mit diesen gesinterten, wie sagt man dazu? Bei uns fängt das an mit Ziporax von der Firma Serra, was ein gesintertes Glas hat, ein Quarzhahn praktisch. Das hier ist was Ähnliches, das ist auch ein hochporöser Stoff, der auch irgendwo zusammengebacken ist und der halt hier so reingestellt wird. Von diesen großen Filtern hier halte ich sehr, sehr viel, gerade in Bezug auf was für ein Flow hier durchgeht, was für eine Fallgeschwindigkeit erreicht wird, wie sich das Wasser aufteilt und wie das Wasser innerhalb dieser Filterkörper dann auch seinen Weg findet. Und da das natürlich auch abhängig davon, wie groß sind die Gänge und die Waben innerhalb von dem Material, wie schnell verblocken die, wie schnell bildet sich da drin ein anaerobes Milieu, was ich selbst nicht haben möchte, oder wie dick sind die, sodass es immer schön offen bleibt, immer gut durchströmt ist und eben sich kein anaerobes Milieu bildet. Damit einhergeht natürlich auch die Menge an Wasser, die hier rüber geschickt wird. Und ihr seht, wir haben hier ein 100er PVC-Rohr, was mit einer sehr, sehr starken Pumpe gekoppelt ist. Ich denke, hier über so einen Filter fallen in der Stunde irgendwas um die 80, 90 Kubikmeter Wasser. Und ähnlich groß ist auch der Umsatz über die Nassfilteranlage, wobei hier in Japan die Nassfilteranlage nicht über die Bodenabläufe gekoppelt ist. Ja? Die Nassfilteranlage bezieht hier Wasser aus einem Seitenablauf und dieser Seitenablauf nimmt natürlich weniger Kot ab als der Bodenablauf. Der Bodenablauf selbst, den gibt es auch, er geht konisch zu. Während des Tages ist da überhaupt kein Flow drauf, sondern einfach nur die Bewegung vom Fisch, die Wasserbewegung, spült irgendwo den Kot in die Vertiefung, in das Gitter hinein. Unten drunter befindet sich ein, wie soll man sagen, Reservoir, wie so ein 10-Liter-Eimer so groß, verbunden mit einem Kanalanschluss. Auf dem Kanalanschluss ist lediglich ein Standrohr drauf. Und dieses Standrohr wird morgens, bevor wir zum Frühstück gehen, von jedem Staff gezogen. Jeder Staff ist für ein Gewächshaus zuständig und jeder Staff zieht praktisch in seinem Gewächshaus einmal die Bodenabläufe, sodass das, was in den Schacht hineingefallen ist, das, was im Bodenablauf drin liegt, einmal am Tag mit einem richtigen Wasserflow rausgespült wird in das Kanalsystem. Und die feine Wasserverschmutzung, die im Wasser in Schwebe sich befindet, die geht in den Nassfilter hinein, die bleibt in den Japanmatten hängen. Die wird von Bakterien aufgearbeitet in den Japanmatten und dieser große Nassfilterbereich, der so um die 20% des Beckeninhalts ausmacht, der wird lediglich einmal, zweimal im Jahr gereinigt. Und dann ist es auch absolut notwendig, weil da ist dann dermaßen viel Schlamm drin und die Japanmatten sind dermaßen zugesetzt mit Fischkot. Da würde bei uns jeder den Kopf drüber schütteln und würde sagen, wie kann das sein, dass die Fische bei der Verschmutzung, bei dem Filter so gut in Kondition stehen. Aber ich glaube, da kommt auch ein zweites Missverständnis zum Tragen. In Deutschland werden die Fische meistens so bei 21, 22 Grad gehalten. Okay, der letzte Sommer war super, Rekordsommer, da sind die Temperaturen ein bisschen höher gegangen. Aber hier in Japan ist es durchaus üblich, den Fisch während der Sommermonate bei 25, 26 Grad, 27 Grad zu halten. Einige Mattponds erreichen eine Oberflächentemperatur von 32 Grad. Natürlich weiter unten in diesem Wasser ist dann die Temperaturspanne ein bisschen kühler, irgendwo nur so um die 27, 28 Grad. Aber diese Temperaturen sorgen dafür, dass der Fisch wirklich extrem gut konditioniert dasteht, dass es im Immunsystem sehr, sehr gut gegenhalten kann und das Immunsystem da auch wirklich keinerlei Probleme hat mit Angriffen durch Bakterien, Außenparasiten und. Bei den Temperaturen ist der Fisch super gesund und kommt auch mit
bis in widrigeren Umständen einwandfrei zu rechnen. So, ein weiteres Mittel, was ein bisschen zum Einsatz kommt hier in Japan. Das sind hier solche Austernschalen. Das hier ist jetzt eine komplett aufgelöste Austernschale, Austerngehäuse. Der Sack ist natürlich in dem Moment, wo der in den Filter gesteckt wird, ist der Rand voll gefüllt mit dicken, frischen Austergehäusen. Und bei dem weichen Wasser hier in Japan löst sich dann dieses kalkhaltige und sehr stark spurenelementhaltige Gehäuse von der Auster, löst sich im Wasser auf, gibt dem Wasser gewisse Pufferkapazitäten, was einen pH-Wert stürzen und so weiter verhindern kann, soll, härtet das Wasser ein bisschen auf, ist für manche Varianten wie Showa auch durchaus gut für die Sumi-Entwicklung, wobei Sumi-Entwicklung, Wassertemperatur und Sonneneinstrahlung, UV-Licht, durchaus miteinander in Bezug stehen. Und damit puffern wir den pH-Wert ab, damit halten wir das Wasser auf einer gewissen Härte, dass nicht zu einem pH-Wertsturz kommt. Auch wenn gleich ein bisschen Algen mitwirken und sowas, kann ja auch sein. Das ist die Pufferung. Und zum anderen könnt ihr hier in der Anlage auch Becken sehen, die ein bisschen drüber sind von der Wasserfarbe. Wenn wir jetzt hier rüber schauen, da haben wir so ein Becken, was sehr milchig eingefärbt ist. In diesen Becken kommen Bentonite, Mineralmischungen, Lehmmischungen zum Einsatz. Und das kommt durchaus sehr, sehr oft zum Einsatz. Also ich glaube, hier in der Showanlage wird jedes Becken durchaus einmal die Woche mit Bentonite, mit Lehm versorgt. Und jedes Becken hat dann ein bis zwei Tage die Woche so eine trübe Färbung. Diese Spurenelemente, Bentonite, Mount Morillonit, so Sachen werden dann von den Fischen ganz gut aufgenommen, sorgen für eine klare, seidig glänzende Haut. Wir haben Bentonite zum Beispiel in dem Saito-Futtermittel Basic mit eingearbeitet, auch um ein bisschen Leber und Niere zu schützen und ja, den Fischkörper so ein bisschen zu entschlacken und natürlich auch die Haut, die vielleicht durch andere Futtermittel, die ein bisschen mehr farbverstärkende Mittel enthalten, die Haut vielleicht, also die weißen Anteile ein bisschen gelblich gefärbt haben, die das dann wieder in Richtung weiß, in Richtung pur ein bisschen verbessern.